Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Schmidt, Bürgermeister der Stadt Teltow. Angenehm. Freut mich ebenso. Sie sind sozusagen die, um die sich heute alles dreht, Familie Gärtner. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich gratulieren. Dankeschön. Zu dem wirklich seltenen Jubiläum des 60. Hochzeitstages. Freut mich sehr, dass ich persönlich Ihnen die Hand schütteln darf, Ihnen gratulieren darf. Ich wünsche Ihnen natürlich erstmal persönlich alles erdenklich Gute mit diesem Blumenstrauß für die Dame. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund, aktiv im Leben. Wir Männer kümmern uns ja immer um den Schriftkram. Deshalb die Urkunde für Sie anlässlich des Jubiläums heute. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Und persönliches Wohlergehen. Bleiben Sie gesund. Ja, ein bisschen. Und so aktiv wie möglich. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Ein Schlückchen in Ernst. Was hat dazu beigetragen, dass man ein solches Jubiläum feiern kann? 60 Jahre ist ja eine große Zeit. Das ist eine große Zeit und man muss alle Höhen und alle Tiefen durchlaufen. Und immer zusehen, dass man zur Rande kommt. Richtig. So war das bei uns. Sie sind Teltower? Wir sind nicht Teltower. Ich bin aus Schlesien gebürtig. Und mein Mann ist von Welzow. Ein Lausitzer. Ja, und er war ja hier an der Grenze und hier haben wir uns kennengelernt. Herr Gärtner, wie war es denn bei Materne? Bei Materne war schön. Bei was? Bei Materne, wo wir tanzen waren, da haben wir uns kennengelernt. Ja, also dann, Sie können sich gut erinnern, Frau Gärtner. Ja, an alles. So, erzählen Sie uns mal ein bisschen was von Materne. Es war... Die alten Teltower werden es ja kennen. Es war doch eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit für uns jungen Leute. Wo war Materne? Na, in Stahnsdorf. An welcher Stelle genau? Na, Stahnsdorfer Hof. Das war der Stahnsdorfer Hof? Ja. Hieß früher Materne? Ja, haben wir mal gesagt. Und wann war da immer Tanz? War immer Tanz, ja. Am Wochenende. Am Wochenende. Am Wochenende war immer. Und das war damals noch keine Disco. Das waren noch tolle Kapellen, die gespielt haben. 20, 30 Musiker, das war doch toll. Schöne Musik immer. Ach ja, da gab es einen Saal im Hintergrund. Ein schöner Saal. Schade, dass unsere Kinder sind immer noch dahin gegangen. Sie müssen das vielleicht ohne erlebt haben. Nein, ich war nicht so gestrickt. Sie war nicht so zum Tanzen. Unsere Kinder sind da auch immer noch gegangen, ja. Ach, die Kinder auch noch? Ja, die sind da auch noch gegangen. Und das war ja dann alles nicht mehr. Seit der Zeit, wie ich noch zu Hause war, da war ich ja auch im Bergbau, da in der Braunkohle. Auch in der Bagger, im Abraum. Also, hab nur mit Eisenbahn zu tun gehabt, mit den Gleisen und Schwellen. Ja. Ob Beton oder Holz oder so. Aber wir haben es geschafft. Kinder und Enkel gehen alle in die Fußstapfen, alle handwerklich begabt. Die Söhne alle handwerklich begabt. Sehr schön. Wir müssen sagen, dass es ja fast eine halbe Fußballmannschaft ist. Ja, mein Mann wollte ja immer eine ganze Fußballmannschaft haben. Eine ganze? Na, nun ist es nur eine halbe geworden. Ist nur eine halbe geworden, aber die ist gut geworden. Es sind genau wie viele Söhne? 5 Söhne und eine Tochter. Und eine Tochter. Na gut. Die musste sich durchbeißen zwischen den Jungs. Ach, ich denke, die hatte es nicht schlecht. Nö, die hatte es nicht schlecht. Die hatte doch geschafft, zurechtzukommen. Ja. Ja. Ich bin damals noch eingezogen worden bei der Marine. Mhm. Da war wir und bin dann bis nach Hamburg gekommen. Und dann von da aus ging dann so langsam der Krieg zu Ende. Hatte ich Glück gehabt, naja, bin ich bis zur Indosöte gekommen. Da haben wir dann da auch ausgeräumt alles. Also wieder zurückgekommen. Naja,
Da habe ich angefangen, die Kohle wieder in der Lausitz. Alle hat schon erlebt. Aber immer Glück gehabt.